Ja, schönen guten Morgen. Mit Zack und Pack, wie man sieht, unterwegs. Keine Sorge, es geht nicht weit weg. Es geht zum Heidepark mit Übernachtung und heute nach neuester Zählung zum 17. Mal in diesem Jahr. Schon sitzen wir alle drei wieder gemeinsam im Auto und sind schon ein Weilchen unterwegs. Es ist noch sehr früh am Morgen. Ja, der Weg führt uns natürlich wieder in den Heidepark Soltau. Wir fahren gerade durch Visselhövede und es ist 8.53 Uhr. Ja, also wir haben schon ein Stückchen geschafft und ja, also das letzte Mal, als wir hier lang fuhren zum Heidepark, war noch bestes Sommerwetter und ich hatte ja noch meine Sonnenblumen gepflückt auf dem Feld und jetzt ist der Herbst hier mit aller Wucht eingekehrt oder wie sagt man das? Es ist windig, es ist düster, ja, düster bewölkt irgendwie, ja. Grau in Grau, da genau. Haben wir wieder die Farben Norddeutschlands. Ja. Ja, aber einen kleinen Sonnenschein, einen kleinen Lichtblick gibt es heute auch, weil ich hatte die glorreiche Idee, dass wir doch mal wieder zum Abschluss des Tages im Hotelpark Soltau übernachten können. Da war ich dieses Jahr nämlich noch gar nicht und das Hotel ist wirklich toll und ich freue mich schon drauf. Und ich war mit John ja schon einmal da im Sommer. Letztes Jahr waren wir ja sehr viel öfter dort, ich weiß gar nicht wie oft. Liegt aber daran, dass durch Corona alles später aufgemacht hat, der Heidepark und das Hotel auch. Und ja, Johnny, jetzt kommt dein Part, würde ich sagen. Jetzt geht's los mit dem Vlog. Viel Spaß dabei! Wir sind noch schon da. Wir sind, glaube ich, ganz vorne gewesen, als die ersten Tore am Eingang geöffnet wurden. So, jetzt sind wir hier und warten darauf, dass das geöffnet wird. Genau. Was heißt, glaube ich, wir waren die Ersten hier. Und warum sind wir eigentlich bei so einem Wetter im Heidepark? Das ist eine lange Verabredung, die wir gemacht haben. Und zwar treffen wir heute den Jannis. Der hat ja bei unserem 30.000 Abo-Special gewonnen. Die Zuschauer haben sein Video ausgewählt als Gewinnervideo und heute haben wir uns dann mit ihm verabredet und hoffen ihn hier heute auch zu treffen. Also ja. Ticket ist gekauft, das war sein Gewinn und ja, mal sehen. Ja, mal schauen wie es ist, ich freue mich schon. So, wir warten bereits hier bei Colossus in der Warteschlange an bester Position, Pool Position sagt man dazu glaube ich. Und wir haben auch den Jannis schon getroffen, unseren Hallo. Gewinner. Der uns ja ein Video eingeschickt hat und die Zuschauer haben ja abgestimmt, dass es das Gewinnervideo ist. Und hier zeigen wir es nochmal eben kurz. Moment mal. Stefan und John. Vlog Hashtag 345. Danke für die 30.000 Abos plus Gewinnspiel. Wir gehen rein. 2006,5 Sekunden später. Das ist meine Chance. Hi Stefan. Hi John. Und natürlich Simone. Warum mache ich dieses Video? Ja, weil ihr die 30k erreicht habt und ich euch dazu gratulieren wollte. Es ist wirklich krass, dass ihr das schon so lange macht und auch irgendwie nie aufgehört. Immer mindestens ein Video in einer Woche rauszuhauen, ist wirklich richtig krass. Also, hier sind eure Props und ein Twix für John. Ich finde echt eure Heidepark-Videos am besten. Und übrigens, ihr habt ein richtig nice Schnittprogramm. Diese Idee, dass eine Familie wirklich das Familienleben als Vlog macht, gibt es, glaube ich, noch nicht so richtig im deutschen YouTube-Bereich. Und das finde ich wirklich echt cool. Und ja, deswegen habt ihr auch vor allem die 30k verdient. Und ich glaube,
das geht auch noch höher, also 50.000 sind auf jeden Fall drin. Ich wollte einfach mal danke sagen, dass ihr mich und die Zuschauer jede Woche aufs Neue begeistert, also mit euren Videos. Und dass man für 30 Minuten echt mal ein bisschen vom Alltag abkommt. Nun ja, das wollte ich nur noch eben kurz sagen. Vielleicht guckt ihr es euch ja an, wäre ganz cool. Ihr habt auf jeden Fall die 30.000 mehr als verdient. Vielleicht nehme ich ja an diesem Gewinnspiel teil, würde mich auf jeden Fall freuen. Nun ja, ciao, ciao. Tschüss. Ja, das war das Video. Möchtest du was über dich erzählen? Ein bisschen was? Oder wo du herkommst oder sowas? Ja, ich komme aus Georgsmarienhütte, ist in der Nähe von Osnabrück. Bin 13 Jahre alt, fast 14. Ja. Ja, du hast echt ein cooles Video gemacht. Da war ja richtig so mit Trickaufnahmen irgendwie, dass du da immer wieder aufgetaucht bist. Fand ich sehr beeindruckend, muss ich mal sagen. Sehr gute Idee hast du da gehabt. Danke. Ja, wann warst du zum letzten Mal im Heidepark? Schon länger her? Ja, so vor 2 Jahren so ungefähr. Ah, okay. Bist du diese tolle Bahn hier schon mal gefahren, vor der wir hier stehen, vorm Kolossos? Nee, noch nicht. Dann kann ich dir schon mal jetzt viel Spaß wünschen. Wir haben ja schon mal eben einmal gesprochen. Also, da wir ja, oh, Simone will auch was sagen. Ja, und wir haben Janis gerade, ich weiß nicht, ob wir ihn überredet haben, aber er fährt gleich in der ersten Reihe. Wie kann man dazu jemanden überreden? Das ist ja eine Ehre und eine Besonderheit. Ja. So, ja, dann fahren wir jetzt und treffen uns dann gleich wieder, wenn wir es geschafft haben. Ja. So, frisch rausgekommen. Wie war's? Ganz gut, also wirklich echt cool. Wir haben einen Verlust zu verzeichnen. Eine Maske ist weggeflogen. Ja. Gibt schon Ersatz. Also, wie war die Fahrt für dich? Ja, sehr krass. Geile man hat halt die Ampel nicht gesehen, deswegen, also ja, war ging das sehr... Ging abrupt los, aber super schön schnelle Bahn. Das war sie. Ja. Die Kultbahn Big Loop. War ein bisschen schmerzhaft an einer Stelle, aber sonst ging es eigentlich. Du warst ja auch schon mal gefahren, ne? Ja. Die Bahn früher. Also, bei mir war es ja meine erste Loopingbahn in meinem ganzen Leben. Bei mir auch. Ja, bei mir nicht. Ah, er ist Profi, er war schon woanders. nein, alles gut. So, jetzt gehen wir den Berg hoch. So. Fazit? Ja, also war echt cool. Ich hätte es wirklich bereut, wäre ich da nicht reingegangen. War auch nicht ruckelig, einfach ganz sanft fahren. Tolle Fahrt ist das, ne? Immer wieder gerne. Sonne scheint auch, langsam. Stärkung.
lecker. Das war unsere Essen-Verdauungspause, würde ich sagen. Und jetzt, Janis? Ja. Bleibt noch Zeit für ein, zwei Großattraktionen. Mhm. Was nehmen wir? Mal gucken. Gut. Ja. Ja, mal gucken. Gucken wir mal. Also ein Tag im Heidepark, der geht verdammt schnell rum. Wir sind schon auf dem Weg zum Ausgang und hatten heute, obwohl wir dachten, es wäre total voll, es ist auch toll, toll voll, naja, nochmal von vorne. Man hat es vielleicht eben schon gesehen, aber an Johns Blick kann man hier sehen, dass er hier einige Personen erkannt hat. Ja, und zwar, das sind alles drei TikToker. Wen ich zuerst erkannt habe, ist Jamu TV und noch mit seinen zwei anderen Freunden, die auch TikToker sind, die ich aber nicht allzu sehr verfolge. Wir haben hier noch nichts davon bemerkt. Man sieht nur, dass John jetzt da im Hintergrund mit Simone am Diskutieren war und sich umgedreht hat und jetzt dahin läuft. Ja, so ein Tag im Heidepark, da geht immer schnell rum, heute auch. Einen guten Tag. Wie wir gehört haben, ja, großes Rätselraten bei mir. Ich habe weder TikTok noch kenne ich irgendwelche TikToker. Und ja, wir stehen da wie die begossenen Pudel und wissen gar nicht, was los ist. So, ich habe sogar geschafft, mit einem ein Foto zu machen. Ich wollte nicht alle aufhalten und mit ihm einzeln ein Foto machen. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich mal TikToker treffen konnte. Glaube ich, mein erster. Das ist ein TikToker, der hat über 1 Million Abonnenten. Ehrlich? Hast du ihn gefragt oder was? Ach so. Hallo zusammen, ich bin Peppa Pig. Also nochmal. Und das ist mein kleiner Bruder, Sean. Kommst du wieder hier mit her, John, dass du mit drauf bist? Richtig auch, ja. So, ein Tag im Heidepark geht wie immer viel zu schnell vorbei. So auch heute natürlich. Wir dachten natürlich, es wäre heute sehr viel voller. Wie wir gehört haben, sind 6000 Besucher im Park heute. Aber wir haben dafür total viel geschafft. So, Janis, wie hat es dir denn so als der große Gewinner gefallen? Alles schön umsonst. Ja, war sehr, sehr gut. Und ich durfte ja auch dreimal vorne sitzen. Ja. Das war echt sehr cool. Das ist echt der Hammer. Colossus vorne gesessen, Desert Race vorne gesessen und Flug der Dämonen auch noch vorne gesessen. So, die richtigen Bahnen haben wir da also gemacht. Ja, dafür haben wir also echt länger gebraucht, um das mal zu schaffen. Ja. So, nochmal so ein Fazit. Heidepark. Kennst du eigentlich noch andere Freizeitparks? Ja, schon. Wenn du mal so, welche sind das? Also kennt man die vom Namen hier? Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so den Namen. Ah, alles klar. Aber wie war der Tag für dich so insgesamt? Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, es war einer meiner besten Freizeitparkbesuche. Oh, cool. Das freut uns natürlich sehr. Ja, Johnny. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt zum Ausgang. Ihr habt noch eine ziemlich weite Rückfahrt, sag ich mal. Ja. Wir fahren heute nur ungefähr 2 Minuten, weil wir ja im Hotel hier in der Nähe übernachten. Ja. Gibt's noch was zu sagen, Johnny, von dir vielleicht? Ja, war ein sehr schöner Tag, fand ich. Und ja, schade, dass es so schnell vorbeigeht. Gut, dann sagen wir mal Tschüss, ne? Ja. Gute Fahrt. War sehr schön, dich kennengelernt zu haben. Mir hat es großen Spaß gemacht und dir auch, oder? Und Simone hat es auch Spaß gemacht. Ja, war ein sehr entspannter, schöner Tag. Alle sind auf ihre Kosten gekommen, denke ich. Und ja, war gut. Ich bin Peppa Pig. Wo sich einer aus dem Bild schleicht. Hat es dir auch Spaß gemacht? Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Was war das Beste? Kolossos. Ja. Definitiv. Der Hammer. Astrane Bahn, ne? Super. Gut. Sind wir alle froh und zufrieden? Ja, ist das noch ein letztes Wort? Ja, bitte hier. Eigentlich nichts mehr. Hat sehr viel Spaß gemacht. Okay. Also. Auf geht's zum Hotel.
So, als ob man nach Hause kommt. Beim Hotel angekommen. Richtig schön hier wieder raufzufahren. Gibt noch ein Problem. Wir haben nämlich gebucht ein Einzel- und ein Doppelzimmer, da es kein Familienzimmer mehr gab. Oder es gibt die vielleicht auch gar nicht mehr wegen Corona, das weiß ich nicht genau. Wie verteilen wir das? Das ist doch kein Problem. Das nehme ich, das Einzelzimmer. Ich hatte noch nie eins. Wie noch nie eins? Ich hatte noch nie ein Einzelzimmer. Ich bin noch nie alleine irgendwie verreist. Du hingegen schon. Also du hattest sowas schon mal. Und Johnny, du hast auch schon mal eins gehabt? Ich glaube, ja, einmal. Ja. Monat, doch, du hast mindestens schon einmal gehabt. Ich? Nee. Ich bin noch nie alleine verreist. Also. Also, Johnny, wer kriegt das Zimmer also? Ich. Wir geben es Simone mal. Dann haben wir beide unsere Ruhe. Das kann man gar nicht mit Geld bezahlen, so viel Na Glück. Ja, ich hätte auch meine Ruhe gehabt, aber gut. Aber gut. Aussteigen. Yippie. Los geht's. So, da sind wir auch schon. Simone ist schon wieder mit der Einrichtung hier am Kämpfen. Mach mal die Tür auf, John. Wie denn? Wenn ich die Karte nicht habe. Einer hat die Schlüsselkarte. Ich glaube, das ist der... Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Du hast recht. Ja. Moment. Mit Sack und Pack ist das immer alles nicht so einfach hier. Man hat selten die Hände frei und kann irgendwas machen hier. Weil ich auch noch filmen muss nebenbei. Nimmst du das nächste Mal ein Hotel mit Hotelpagen hier? So, hat sich was ergeben. Wir hatten ja eben gesagt, dass wir ein Doppel- und Einzelzimmer haben. Habe ich gefragt, ob die Familienzimmer generell bei Corona nicht vermietet werden oder ob es ausgebucht ist. Und da sagte sie, dass ein Zimmer storniert worden ist, Familienzimmer. Also haben wir jetzt ein Familienzimmer. Tja, habe ich mich also zu früh gefreut auf meine Ruhe. Schade. Und wir haben 424. Wer Gut. Hat die Karte? Ja, und was kommt jetzt als nächstes? Die Roomtour. So, mal schauen, wie es ist. Ich glaube, ich kenne diese Art von Familienzimmer schon. Hier ist das Badezimmer. Wir haben hier eine Dusche, Toilette, die ziemlich niedrig ist. Und Waschbecken, will man ja auch hoffen. Und dann das Bett hier, wo, keine Ahnung, gucken wir noch, wer hier schläft. Und dann haben wir hier noch das gute alte Tablet mit dem Schreibtisch und 4 von diesen Dingern diesmal. So, und jetzt geht's auch schon ins nächste Zimmer. Oh, noch ein Doppelbett. Das ist echt komisch, ein Viererzimmer sein wahrscheinlich. Und hier ist auch noch ein Badezimmer, nur ohne Dusche. Darf ich was sagen? Natürlich. Ich habe jetzt ein erfrischendes Kaltgetränk. Das tröstet mich so ein bisschen darüber hinweg, dass hier mein Einzelzimmer sozusagen sich in Luft aufgelöst hat. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, würde ich mal sagen. Ne, Johnny? Naja, ganz ehrlich genommen, in Luft aufgelöst hat es sich gar nicht. Denn das Einzelzimmer, wo du eigentlich rein wolltest, existiert noch, nur wir wurden zu einem anderen Zimmer zugewiesen. Also hat es sich nicht in Luft aufgelöst. Oder so. Ich kann jetzt ganz viele Sprüche anbringen, aber was wolltest du eigentlich sagen? Prost. Das Gerede kann man nur mit Bier ertragen. Mit einem erfrischenden Kaltgetränk. Prost. Und schon geht's Abendessen los. Leider heute keine Käseplatte, muss ich mal sagen. Aber sonst erstmal zur Vorspeise hier feinste Sachen. Dann gibt's noch Currywurst und Schnitzel, habe ich gesehen. Und ich glaube, so ein Nudelauflauf oder Lasagne oder sowas. Hört John auch schnell. Da kommt Johnny gerade. Kann man mal eben die Kamera anlassen, bis er da ist. Ich sehe ihn denn nämlich schon. Ja. Die Tür war zu, die war vorhin auf. Ja.
So, da hat er uns gesehen und ja, bin gespannt. Hallo, da ist dein Platz. Macht ja auch einen sehr großen Unterschied. Gute Nachrichten für dich, heute gibt's Currywurst und Schnitzel. Cool. Also Stefan, ich kann dich beruhigen, es gibt eine Käseplatte, hast du vielleicht nicht gesehen, steht beim Dessert und ja, ich habe dafür die großen Teller nicht gefunden, aber jetzt weiß ich, wo sie stehen und auch sehr lecker. Beim Dessert stehen die Teller übrigens. Ach so, auch beim Hauptessen da. Gut. Was gibt's hier? Curry. Curry, ja, Currywurst. Ja, mit Pommes. Ach so, ja. Johnny, es gibt sogar Pizza, hast du es gar nicht gesehen? Nee, da ich mir erstmal Currywurst geholt habe. So, das volle Programm. Schnitzel oder Cordon Bleu, keine Ahnung. Currywurst, Pommes, Pizza. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist, glaube ich, 7 Uhr oder sowas. Und wir haben das Schwimmbad wieder vor uns ganz alleine. Hier kommt Johnny reingesprungen jetzt, Achtung. Vielleicht. Los. Es ist immer sehr kalt. Das war nicht kalt. Doch. Rein mit dir. Meine Dusche vielleicht, nein, mach ich das, sagst du so einfach, weil du, guck mal, du frierst doch auch. Ich bin reingesprungen. Ach, die Jugend von heute, sie ist so verweichlicht, das gibt's echt nicht. Los, rein mit dir. Langsam. Ja, geh langsam. Das kann ich auch nur vom Google machen. Also, was soll ich sagen? So, damit es schnell vorbei ist, springe ich schnell rein, aber es kann sein, dass ich dann noch schnell wieder kurz raus muss. Geht eigentlich. Ja. Was habe ich denn wohl gesagt, dass es nicht kalt ist? Ihr macht das nämlich immer mit dem Chlor im Wasser. Oh. Ja. Gut, so, auf geht's, schwimmen. Und da haben wir auch schon das Frühstück, mein Käseteller und da haben wir auch Simone. Na, wie war es im Einzelzimmer? Herrlich. Es war herrlich. Ich habe sehr gut geschlafen und können wir gerne wieder machen. Bei mir gibt es Müsli, aber das habe ich gerade aufgegessen.
erste Fahrt Kolossos geschafft, ist schon zu einem Ritual geworden. Für uns immer zu Beginn des Besuchs im Heidepark, weil eine Fahrt schafft man und dann später schafft man nämlich keine Fahrt mehr, wenn man nicht bereit ist, 1,5 Stunden zu warten. Jetzt die Frage, Johnny, hier, wie heißt es hier noch? Desert Race. Eine Fahrt machen? Ich würde lieber schnell zur Krake gehen, denn dort ist es später mal voll und Desert kann man immer mal machen. Alles klar. Die Schlange mal so, wie sie sind ungefähr. Gehen wir jetzt zur Krake. Mal sehen, was da los ist. So, jetzt haben wir zur Feier des Tages noch was. Wir haben ja von euch ganz viele Videos bekommen zu unserem Special. Und das Video von dem Robin, das hat zwar jetzt nicht gewonnen, aber wir haben zu diesem Video, das werde ich euch mal eben kurz noch mal eben zu einem kleinen Teil zeigen. Hallo, John. Ich bin Robin, ich bin 13 Jahre alt, ich komme aus Schleswig-Holstein. Und ja, das war mein Video, das war mein Gewinnspielvideo. Ich möchte sehr gerne mit euch einen ganzen Tag verbringen, weil ihr so nette Personen seid. Ihr kommt echt sympathisch rüber, das seid ihr auch bestimmt. Und ja, die ganzen Szenen, die ich da gedreht habe, das war nur Ironie, wie ich gerannt bin, so laufe ich nicht in echt. Und ich würde sowas von gerne einen Tag mit euch verbringen, weil ihr so nette Personen seid. Da ist mir die Amazon-Karte kackegal. Ich möchte einfach nur einen Tag mit euch verbringen. Das ist schon seit Anfang an, seit ich das Video gesehen habe, ein mega Traum von mir. Es ist einfach, es wäre einfach toll. So, dazu haben wir ganz viele Zuschriften bekommen, dass, wo drin stand, total emotional das Video, der muss auf jeden Fall gewinnen. Er hat auch knapp, es war knapp, Simone, ja. Nicht? Also es war ganz knapp. Und da haben wir gedacht, weil es so emotional war und weil er das so toll gesagt hat, er glaubt ja echt, dass wir eine nette Familie sind. Er wird wahrscheinlich heute die Wahrheit kennenlernen, dass wir, nicht, dass wir gar nicht so nett sind. Ja, und da haben wir uns heute mal ganz kurzfristig hier im Heidepark verabredet und machen jetzt mit dem Robin hoffentlich bei noch Sonnenschein einen schönen Tag. Was kannst du über dich erzählen? Also ich bin Robin, ich bin 13 Jahre alt, ich komme aus Schleswig-Holstein, ich spiele gerne in meiner Freizeit Fußball und ja, hoffentlich verbringen wir heute einen schönen Tag. Ja, das kriegen wir glaube ich hin, oder? Erste Reihe, was Besonderes. Ich glaube, Robin sagte eben, er ist zum ersten Mal die erste Reihe gefahren. Ja. Und ich fahre auch ganz selten erste Reihe. Nur John, der ist ja erste Reihe im Profi. Aber schon was Besonderes in der ersten Reihe, muss ich mal sagen. Den Schlund des Krakens zu erblicken. Vielen Dank.
Diesmal war es gar nicht so unangenehm. Es verging eigentlich voll, aber eigentlich voll die angenehme Fahrt. Hat gar nicht gerüttelt. Gerüttelt? So, wir wagen es mal. 60 Minuten anstehend. Die Hälfte haben wir schon rum, würde ich sagen. Ja, 25 Minuten haben wir schon geschafft und ich bin optimistisch, dass wir es unter einer Stunde schaffen. Ja, mal sehen. Aber hier hinten hat man sich die Fahrzeit verkürzt. Ja. Dank der modernen Technik. Na, Handy am Start? Ja. Nein. Smartphone. Das ist was Unterschiedliches. Ein Handy hat Tasten. Ach, der Flugscheißer. Nach einer Stunde Wartezeit gibt es eine kleine Stärkung jetzt endlich. Also ich habe keinen Hunger, kann ich schon mal sagen, weil wir ja gut gefrühstückt haben. Also ich habe gut gefrühstückt zumindest. Ich hatte aber Lust auf diese Chicken McNuggets, habe ich noch nie gegessen und ja, unerwartet gut, schön knusprig und genau das Richtige gerade. Und Robin, hat sich die Stunde Warten gelohnt? Ja, kurze Fahrt, aber es geht rein. Ja, stimmt. Gutes Getränk habe ich auch, ja. Natürlich auch. Ja. Auch der heutige Tag im Heidepark ist wieder mal sehr schnell vergangen, wie wir das schon so kennen. Ja, und Robin, der anfangs ja noch dachte, das wäre hier eine ganz nette Familie, wird nun auch gemerkt haben, Simone völlig verängstigt, fährt kaum Karussell. Wir sind eine schrecklich nette Familie. Ich bin nicht verängstigt, mir wird nur so schnell schlecht. John völlig durchgeknallt. Der einzig Normale bin dann wohl ich. Robin ist das. Ja. Naja, also, na, wie ist das nun? Ja, Fazit, ihr seid eine nette Familie. Okay. Würde ich gerne nochmal. Können wir gerne machen. Vielen Dank auf jeden Fall. Hat auch sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ja, das war heute auch wieder ein toller Tag. Wir haben richtig viel geschafft. Sonne scheint sogar mal wieder. Aber ich würde sagen, Zeit für die Absage. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken, uns abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.